Servus Christi und hallo, der Schlaue Z ist wieder da bei Witze sind Spitze. Witze dienen zu Belustigung und nicht zu Diskriminierung. Dir geht's nicht gut und du hast schlechte Laune, dann schau vorbei bei Schlaue Z. Hör dir mal ein paar Witze an, dann geht's dir gleich mal spitze. Fangen wir mal gleich an mit dem ersten Witz. Die beiden Kinder streiten lauthals. Es geht um einen Schokoladenkeks. Die Mutter ist genervt. Könnt ihr nicht ein einziges Mal einer Meinung sein? Sind wir doch, wir wollen beide denselben Keks. Zweiter Witz. Ich fahre nächste Woche nach Paris, erzählt Klaus. Aber du kannst doch kein Französisch. Sisi, das ist aber Italienisch. Darauf Klaus überrascht. Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Dritter Witz. Der Kriminalkommissar ist verärgert. Wie konnte der Mann nur entkommen? Ich habe doch befohlen, alle Ausgänge zu besetzen. Das haben wir doch gemacht. Er muss uns durch einen Eingang entwischt sein. Vierter Witz. Ein Skelett setzt sich in ein Restaurant und studiert die Karte. Nach einer Weile kommt endlich der Kellner an den Tisch. Er wird ganz blass. Oh, mussten Sie aber lange warten. Fünfter Witz. Rosi, fragte der Gatte seine Ehefrau, hast du unseren Wagen in die Garage gefahren? Da lächelt Rosi beschämt und antwortete kleinlaut, naja, nicht ganz, mein lieber Schatz, aber die wichtigsten Teile. Sechster Witz. Der kleine Gerd kommt vom Religionsunterricht nach Hause und fragt seinen Vater, sag mal, hatte Adam eigentlich eine Schwiegermutter? Da entgegnete der Papa schmunzelnd, nein, hatte er nicht. Er lebte ja schließlich im Paradies. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video bitte einen Daumen nach oben, teile es und abonniere den Kanal. Danke, vierte.